zu. Where are you, my treasure? Treasure? Hm. Hör auf. Let's look around. I'll save you the trouble. How about you let me take over? Hm, klar. Jemand für Sharp eye, but too slow. Hm. I'm Izzard. I thank you both on behalf of the treasure hoarders. We've been keeping a low profile. How did word get out? Also ich verstehe das ganz gut. Paimon won't let you have the treasure without a fight. You would be wise not to underestimate us. My gang is just outside waiting for my order. However, they're not as sociable as me. Yeah. I'm sorry to rain on your parade. But your gang won't be participating in your current plan. Erwischt. If you'd like to ask why, you can go see them. In Mondstadt prison. Mm. Or perhaps you'd prefer to join them permanently. So wie sie's gehört. Hey, it's Kaya! Kaya, he wants to steal your treasure! Get him! Oh, almost had it. Oh, you mean the treasure? Sorry. But there wasn't any treasure to begin with. You came all the way for nothing. Just give it up. What? No treasure? Did Kaya just say there isn't any treasure? You got me good. Didn't think the knights would resort to such tactics. A thief has no right to criticize the methods of the Knights of Favo. Wait, what are you? You're not gonna get me. Okay. Oh God, what is this? I didn't mean it. Ich wollte nicht. Also für den Stream habe ich heute erst angefangen. You, Knight, you're not gonna watch me die, are ya? Hmm, what an interesting suggestion. Fine, aber I'll confess and go quietly. Please, just help me. All right then. Guess I will have to do some overtime work after all. Ich habe mal ein bisschen geübt gehabt. Damit ich weiß, wie es funktioniert. Damit ich auch mit der Steuerung und allem klarkomme. Und jetzt? No one escapes my sights. Au. Jetzt überhaupt großartig erwischt? Nee, nicht wirklich, ne? Ja, das war klar, das war klar. Ja, Mann, lass mich doch wenigstens da wegkommen. Verdammt. Doch wenigstens da weggekommen wäre. Weil er wieder steht, gleich mal ein bisschen abgelenkt ist. Dauert nicht mehr lang. Ja. Also, ich hab dich gleich. Nicht mehr lang. Oh. Geschafft. Ich sag dir ja nicht mehr lang. How embarrassing. Having my life saved by a knight. Ja. Man kann auch blind reingehen. Also so schwer ist es nicht. Hauptsache es macht Spaß, finde ich. Und ich finde, das Spiel fesselt einen schon ganz schön und hält einen gut fest. Außer wenn man halt einen Teil der Story schon kennt, dann ist man erstmal so, oh, redet schneller. Und wenn man es dann noch nicht kennt, dann so, aha, ja, okay. Ist halt, ja. Don't forget what you promised. Or that thing will be the least of your worries. Hey, is this how the Knights of Favonius treats the people they catch? Ja.
I'm just joking. All right. Sir! Yes, sir! Captain, should we take these two in as well? Warum? What? Of course not. They are the ones who made this arrest possible. Ja, komplett skippen ist aber auch nicht so gut. Manchmal möchte ich ja auch ein bisschen Story abbekommen. Oh je. Without them spreading our fabricated intel, we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. Vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Die Informationen waren also falsch. Der Schatz gibt es also nicht wirklich. Schrecklich, ne? Alright, alright. Stop it already. Though the treasure doesn't exist, you did want it for yourself, didn't you? Otherwise you would have informed me of your intentions, no? Let's go. Paimon's done talking to him. Just a sec. You did help me out, so you do deserve a reward. This is the triumphant harbinger of dawn that points towards victory. If you don't mind, I would like to present you with this harbinger of dawn as a reward. Harbinger of dawn? Na, wenigstens ein bisschen. That's right. It suits a well-cultured and disciplined person such as yourself. Wouldn't you say? Well, if the reward is this harbinger of dawn, you'd forgive me, right? Ja, auf jeden Fall. I'm honored to have such an understanding friend. Oh, Freunde, wir kennen uns doch erst seit 3 Stunden. Yes, yes. You have my apologies for the deception. I will not use the same method twice. Ich hab Hammond völlig im Griff. What a wonderful day. Now, I have to go interrogate my suspect. Please excuse me. Ja, do come visit me at our headquarters when you have the chance. Ja, doch. Er geht unseren Fragen und Antworten echt aus dem Weg. Anhand der Tätigkeiten kapiert man schon die Story. Ja, auf jeden Fall. Auch ohne Text, ja, das stimmt auch. Aber es gibt manche Sachen, die sind auch manchmal doch ganz gut zu wissen. Und wenn man ein bisschen zu viel überspringt, hat man doch auch manche Kleinigkeiten. Habe ich beim Privatspielen bemerkt. Da verpasst man kurz nochmal, um was es eigentlich ging und was man nochmal vorhatte. Auch nicht ganz so praktisch. Belohnung für Abenteuerstufe. Holen wir uns die doch mal. Also fürs Privatspielen sage ich, kann man auch den Text mal ein bisschen überspringen. Und Stream lasse ich den Text gerne, weil vieles dann doch sehr interessiert. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Ja. Bring mir meine Belohnungen. Was haben wir? Stufe 10 Grad mal leider. Steinschneider Prototyp. 11. Ach, wir kommen so schnell voran. Ganz schön die Taschen voll. Schneiden. Den kann ich auch noch nicht nutzen. Einhänder, Griff, Das wurde gesperrt. Gesperrte Ausrüstung kann man nicht für Verstärkungen oder Verfeinungen verwenden. Ah, okay. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, ne? Ja. Mal diese mal gerade ausgerüsteten mal zu. Kann man die schon mal nicht versehentlich nutzen.
Ja, wenn man das gut findet. Ich mag das aber nicht, wenn man Backseat Gaming betreibt. Wenn einer kommt und mir dann alles erzählt, wenn ich Fragen stelle und man erzählt mir dann oder stellt mir die Hilfe, dann gerne. Aber einfach so, da bin ich so ein bisschen allergisch dagegen, weil ich gern alle Spiele selber in Erfahrung bringe, die Mechanik und alles. Da habe ich einfach mehr Spaß dran, als wenn einer kommt und mir erzählt, wie alles funktioniert. Aber da hat natürlich jeder sein eigenes Ding. 4 Stunden Level 10 gemacht. Items behalten für Leveln von hochwertigen Items. Ja, das auf jeden Fall. So wie dir. Die Anfängerlanze oder Übungsgroßschwert, alter Jagdbogen, die Sachen kann man auf jeden Fall behalten, damit man die Waffen hier verbessern kann. Auf jeden Fall sehr wichtig. Die Sachen kann man verfeinern mit denen hier. Deswegen werden die auch nicht großartig benutzt. Und alles, was ab 3 Sterne ist, wird so doch okay. Alles, was drunter ist, kann man verarbeiten. Definitiv. So. Noch irgendwas? Ah, da haben wir noch ein paar neue, die können wir wegmachen. So, was haben wir hier noch? Jupp, verstanden. Hier noch ein paar Sachen. Gut, erledigt. Und den haben wir auch geschafft. Dann beliebige Stufe auf 20, beliebige Figur auf Stufe 20. Verarbeitet 3 Zutaten. Lass einmal etwas schmieden. Das hat so irgendwo schnell hin. Ja. Einmal etwas schmieden. Wie lange brauchen das? Abgeschlossen. Es ging schneller wie erwartet. Viel schneller als erwartet. Und wir können unsere Hauptfigur ein bisschen hochstufen. Ja, ich möchte es nicht so schnell hochstufen. Zu schnell. Macht zu wenig Spaß. Ein Artefakt auf Stufe 4. Bauen wir und verarbeite 3 Zutaten. Verarbeite 3 Zutaten. Dann gehen wir doch hier kurz zu dem kleinen Kochfeld, was wir hier haben. Einen guten Abend. Guten Abend. Ich schaff's schon wieder, mich zu verplappern. Wahnsinn. Okay. Bereiten. Nur eins. Eins. Mach mal ein. Ne, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch erstmal nur den Apfel. So. Artefakt auf Stufe 4 erhöhen. Ein Artefakt auf Stufe 4. Ich bin bisher noch keins aufgestuft. Doch hier. Okay. Stärken. Also nur auf 1. Das wird eine Weile dauern, bis ich die voll aufstufen konnte. Wow, this weather is awesome. Ja, danke. Ich wollte eigentlich gar nicht mit dir reden. Ich wollte meine Sachen hier abholen. Mindest 1.
Aber die anderen brauchen noch ein bisschen. Gut, wo können wir denn gerade ein wenig erkunden, wo wir eh Schnellreisepunkte frei machen müssen? Hütte der Offenbarung. Schnappen wir uns. Schnappen wir uns doch einfach. Tut mir leid, aber ich denke, einer sollte dir sagen, was sagen, einen sehr guten Spielgeschmack hast. Dankeschön. Oh, das Spiel lohnt sich echt. Bin ich absolut der Meinung, das Spiel lohnt sich. Ich bin immer noch beeindruckt, was man nicht alles dafür kriegt, dass das Spiel kostenlos ist. Ich glaube, das ist das, was mich hier gerade immer noch am meisten beeindruckt. Ist die Pflanze? Dürfte hier oben sein. Kurz abwarten. Das ist keine Pflanze, meiner Meinung nach. Na denn? Erledigen wir euch mal. Ich weiß, das stört dich nicht arg. Aber wehtun tut's trotzdem. Was? Monster, echt? Na? Hey. Okay. Brauchen wir Ember für. Na? Komm, komm. Na? Blöden Blasen hier. Wo bist du? Damit du nervst. Du auch. Haben wir nur noch 4-2, ne? Wo bist du? Und erledigt. Ich werde schon rangehalten. Ursprüngliches Harz nutzen. Das nehmen wir noch mit. Gut. Da können wir auch ein bisschen leveln. Was? Nein. Wiederbelebung? Oh! Oh! Oho! Ja, das ist natürlich dumm. Ich schaue mir gerade noch deine Liste an. Die meisten Games finde ich auch super. Das freut mich natürlich. So soll es ja auch sein. Ja, na, wollte ich noch gar nicht. Ich wollte eigentlich... wollte ein wenig beten. So, wo ist die nächste Pflanze? Da hinten.